Ich bin hier in meinem Gewächshaus und es geht hier jetzt aber nicht um diesen Salat oder um die Tomaten, die hier wachsen, sondern etwas, was sich hier überall mit selbst ausgesät hat. Das hier, wir nennen das hier Melde. Das ist eine Form der Ackermelde. Hat auch verschiedene andere Namen. Die meisten sind davon nicht so schön. Schissmelde zum Beispiel, weil viele, wenn man die zerreibt, dann können die einen unangenehmen Geruch verbreiten. Und daran könnt ihr auch erkennen, ob die essbar sind oder nicht. Wenn die so ein bisschen muffig riechen und eben leicht nach Mist oder sowas, dann haben die einen hohen Gehalt an Saponinen, dann sollte man die nicht essen. Die meisten Formen, die wir hier aber haben, zum Beispiel diese hier, sind essbar. Und das ist halt ein Wildkraut, was eigentlich überall wächst. Das ist wirklich unglaublich verbreitet in ganz Europa. Und ihr findet das auch überall. Und da könnt ihr am besten die jungen Blätter von essen, bevor sie in die Blüte gehen. Immer. Man sieht jetzt hier, sie kriegen gleich langsam die Blüten. Und was man auch gut sehen kann, dass die Blätter so mehlig sind leicht. So als wenn der Tau drauf liegt. Dann könnt ihr sie halt auch sehr gut erkennen. Dann gibt es in allen möglichen Farben und Größen von 10 cm bis 1,5 Meter. Von gelb über grün bis rot. Und ist verwandt mit Spinat und gehört also zu der Familie der Gänsefüße. Deshalb heißt er auch weißer Gänsefuß. Und zu der Gattung der Fuchsschwänze. Ja, schmeckt halt spinatartig. Es wurde oft früher halt auch angebaut, die Gartenmelde. Das ist halt eine bisschen umgezüchtete Form. Aber viele Pflanzen, die wir jetzt draußen finden, sind gekreuzt mit der Gartenmelde. Ja, und es schmeckt halt, wie gesagt, ein bisschen spinatig. Aber weil das wenig Oxalsäure enthält, ist es milder. Und Kinder, die keinen Spinat mochten, haben oft Melde bekommen. Also schmeckt bestimmt gar nicht so schlecht. Ich werde hier mal so ein kleines Blättchen probieren. Von dieser hier, die ist jetzt halt schon langsam am Blühen. Also besser noch jünger ernten. Wenn ihr die runterschneidet, dann wächst sie auch nochmal nach. Dann könnt ihr noch eine zweite Ernte machen. Und aussehen braucht ihr das Zeug eigentlich gar nicht. Da lasst ihr eine in der Blüte stehen. Die verbreitet sich so unglaublich. Also da kommt ihr eigentlich gar nicht gegen an. Die meisten Menschen betrachten es halt eben als reines Unkraut, weil es den Garten echt einnehmen kann. Aber es ist halt auch eine Nutzpflanze, die wirklich Pionierarbeit leistet und viel Gründüngung bildet. Ja, die Aktion selber, dieses Getaggt, da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Also ich wurde jetzt von Optimizo getaggt. Das ist so eine Kettenbriefaktion hier bei YouTube. Und es geht halt darum, immer, wie ich jetzt das gemacht habe und versucht habe, meinen kleinen Beitrag zu leisten, eine Pflanze, die in eurer Umgebung eh wächst, also am besten sowieso in eurer Umgebung vorhanden ist, kann auch was anderes sein. Optimizo hatte jetzt die Tanne genommen und hat da den Nutzen und was man damit so machen kann halt erklärt. Ich werde jetzt einfach mal die Videos zum Original von der Herr, der das gestartet hat, und von Optimizo, der mich jetzt getaggt hat, verlinken. Irgendwo hier und hier. Und könnt ihr euch die hier nochmal angucken. Da sind noch viele andere bei. Man kann eine ganze Menge dabei lernen. Das Video von Optimizo fand ich jetzt auch echt klasse. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen über die gute Pflanze? Mal kurz grübeln. Außer sie zu essen, kann man mit der Melde noch ein paar andere Sachen anstellen. Junge Pflanzen eignen sich zum Färben. Und sie hat natürlich auch den ein oder anderen Nutzen als Heilkraut. Die konnte ich mir nicht alle merken, das sind doch eine ganze Menge gewesen. Ne? Also war zum Beispiel gegen Karies, konnte man das machen gegen Karies. Oder eine abführende Wirkung hat es. Also diese Saponine. Die haben anscheinend, wenn man davon genug isst, eine sanfte, abführende Wirkung.
Also bei schwerer Kost oder so dazu, vielleicht gar nicht schlecht. Ja, ich werde das jetzt einfach mal hier hinschreiben, was die noch so, kleine Liste, was die noch so kann, die gute Melde. So, und während ich jetzt hier mal die Fenster aufmache, weil es hier ganz schön mollig drin wird, tagge ich nochmal meine drei Leute. Also, wir nehmen Mumphy. Du bist getaggt und darfst gerne etwas machen, wenn du möchtest. Also, Kanal Nummer 1, hier oben, Mumphy. Dann der nächste Kanal ist Björn Brigant, also Revolution heißt der, glaube ich, sein Kanal. Der kommt jetzt hier oben hin. Du darfst auch gerne was machen, wenn du möchtest. Und dann nehmen wir noch den Paul Patzig. Du kommst hier hin, da. Und darfst auch gerne was machen. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr konntet ein klein wenig was lernen. Und guckt euch mal die anderen Videos an, dann könnt ihr auf jeden Fall was lernen. So, alle Fenster sind auf. Und es wird gleich frischer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich mache jetzt gleich noch mindestens ein Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.